Servus, liebe Freunde. Es gibt viel zu tun. In der letzten Folge haben wir ja einiges schon wieder in die Wege geleitet. Allerdings fehlen uns noch so ein paar Sachen, die wir hier erledigen müssen. Zum Beispiel müssen wir hier entsprechend den Weizen noch zum Güterbahnhof fahren. Da haben wir ja noch ein bisschen was vor uns. Und ja, ich fahre gerade hier einen schönen Weg, allerdings irgendwie total falsch rum. Ich muss nämlich hier hoch. So, jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Die Seemaschine müssen wir auch noch nach unten bringen. Da haben wir auch noch was vor uns. So, und ich glaube, irgendwie fahre ich doch hier jetzt komplett in die falsche Richtung. Natürlich. Ja, wir drehen dann mal dezent. Ich war jetzt schon so felsenfest davon überzeugt, aber na klar, nein. Wir müssen da hoch und dann vorne links abbiegen nach Jasons Hütte, zweite Tür rechts und dann sind wir auch da. Ja, man sollte wissen, wo man hinfährt. Güterbahnhof ist nämlich unter dem Feld 5. So. Dann müssen wir den Mähdrescher wieder hochbringen, müssen die Seemaschine runterpacken, die muss ja dann unten auch noch arbeiten. Dafür brauchen wir dann aber noch einen Traktor, weil ich gerade am Überlegen bin. Moment, ich glaube, das machen wir direkt jetzt, denn wir haben ja die Möglichkeit, wie gesagt, hier mit einem zweiten Traktor zu arbeiten. Da liegen auch schon Haufen Eier rum, die müssen wir uns eigentlich auch mal zu Gemüte führen, mal anschauen, was damit ist hier. So. Dann werden wir als erstes mal hier uns die Seemaschine schnappen, werden mit der mal da runterfahren. Sodele. Das haben wir ja soweit erledigt mit dem Stroh. Das ist ja vom Tisch. Hier mal schön reinfahren. Wunderbar. So, können wir gerade so stehen lassen. Das Mähwerk werden wir auch abkuppeln. Ne? Ihr wisst, wir haben da schon diverse Erfahrungen mitgemacht. Deswegen nehme ich lieber das Frontgewicht. Ist dann doch deutlich besser. Und ja, dann werden wir unten mal das Feld 19 gleich einsehen. Wie gesagt, ich plane da ja so eine Art groß angelegte Einsaat- und Ernteaktion mit richtig viel Ertrag. Ich bin ja mal gespannt, ob das so hinhaut. So, einmal die Seemaschine ansetzen. Hier, wunderbar, Gerste ist noch drin. Wir kontrollieren aber auch zur Sicherheit nochmal. Was habe ich hier gesehen? Langsam? Nein, können wir ruhig auf schnell stellen. So, denn wir haben hier die Gerste bereits angesät und hier unten wird gerade gegrubbert. Da werden wir jetzt auch die Gerste ansetzen. Genau, wir wollen ja wie gesagt so ein kleines, großes Gersteprojekt machen. Gucken, ob ich hier einigermaßen rumkomme. Bei meinem Glück natürlich nicht. Werden wir mal schauen. So, das sieht alles nicht so professionell aus, was ich da gerade mache. Ja, Vorteil wäre vielleicht einfach andersrum fahren. Ne? So. Einfach nicht immer den schnellsten Weg nehmen, weil der meistens doch nicht unbedingt der schnellste Weg ist. Aber bei der Rangiererei hat man jetzt auch schon gesehen, dass die Schlüter beim Rangieren auch schon ein bisschen zu kämpfen haben. Das heißt also, es wird auch unbedingt Zeit, dass wir dann bald den neuen Traktor holen, was wir ja auch bald machen. Uns fehlt ja jetzt erstmal nicht mehr viel Geld, bis wir den neuen Kipper uns holen. Ich denke, das sollte hier nach den nächsten zwei weggefahrenen Kippern mit dem Weizen erledigt sein. Dann können wir nämlich auch unseren roten verkaufen, den Gilibert, und werden uns dann das große Monster holen. Da sind wir nämlich dann schon mal auf alle Fälle auf der sicheren Seite. Es gab natürlich auch noch eine Idee, auch ein guter Kommentar, dass wir uns den Überladewagen holen. Den kann ich euch gleich mal zeigen. Wir setzen erstmal jetzt hier die Seemaschine an, dann kann die schon mal loslegen. Dann gucken wir uns mal schnell den Überladewagen an. Hat natürlich einige Vorteile, allerdings sehe ich für unseren Zweck jetzt hier eher einen kleinen Nachteil drin, den wir aber durch den großen Kipper doch deutlich verringern können. Das zeige ich euch aber gleich. So, die Grubberkarre ist da oben irgendwo zugange, sollte also auch bald fertig sein. Und hier können wir, wie gesagt, die Seemaschine schon mal hinterher schicken. So, das heißt, wir starten hier mal den Helfer, springen mal raus und gehen mal ein Stück auf Seite und gehen jetzt mal in den Händler. So, da sollte irgendwo jetzt ein Überladewagen sein. Mal gucken, unter was der läuft. So, das sind nur die Kipper. Nee, da ist er nicht dabei. Grupper auch nicht, Pflüger auch nicht. Düngerstreuer, Spritzen, Miststreuer, Güllestreuer, Mähwerk auch nicht, Schwader nicht, Zetter nicht.
Ladewagen, da ist er auch nicht dabei. Ballentechnik ist er auch nicht mit drin. Futtertechnik, Gewichte, da ist er, der Horst Titan, ein Überladewagen. Ja, hat natürlich einen Vorteil, der kann einiges zwischenbunkern. Allerdings müssen wir dann, das ist der Nachteil, den ich da drin sehe, immer erstmal mit dem Mähdrescher dahin fahren. Das heißt, wir müssen sowieso dann wechseln und zum zweiten kostet der knapp 80.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld und das will ich jetzt einfach nicht hier so mal schnell ausgeben. Deswegen machen wir das lieber so rum, holen uns gleich den großen Kipper. Der ist ja jetzt schon sozusagen in Reichweite. Wir haben schon 46.000 zusammen. 70.000 brauchen wir. Ich denke mal, das sollte jetzt nach den zwei weggefahrenen Kippern hier kein Problem mehr darstellen. Hoffe ich zumindest inständig. Ansonsten müssten wir dann doch nochmal einen Moment warten. Aber wir haben ja den anderen Kipper hier noch zur Verfügung. Ist alt ja in dem Sinn jetzt nicht das, was jetzt heute sofort gleich in den nächsten 5 Minuten brauchen. So, auf dem Weg zum Güterbahnhof. Ja, ist natürlich eine etwas weitere Strecke als jetzt gerade die Getreidemühle, aber wir müssen natürlich gucken, den besten Preis herauszuholen. Wollen wir doch schnellstens weiterkommen. Und da bin ich jetzt auch mal gespannt. Wir hatten ja einen Preis von ca. 640 waren es, glaube ich, oder? Nö. 616, Moment, habe ich da jetzt... Ne, 616 ist richtig für Weizen. 616 am Güterbahnhof ist also doch der höchste Preis. Ja, Schock, schwere Not. Ich dachte eben, ich hätte schon wieder Mist gebaut. So, das sind also 14.28.000. Ja, das sollte gerade so reichen, dass wir uns hier den neuen Kollegen dann einkaufen können. Wir gucken mal, wie sich das entwickelt. Also das Grundgerät haben wir im Prinzip. Jetzt brauchen wir dann nur noch die Deichsel vorne dran. Es gab ja auch die Idee, möchte ich euch auch schnell nochmal zeigen hier. Da muss ich mal gucken, unter was der eigentlich läuft. Mods nach Traktoren? Nee, wohl kaum. Frontlader. Da gibt es nämlich auch ein neues Gerät, was im Titanium drin ist. Da weiß ich aber jetzt gerade nicht auswendig, wo er ist. Traktoren, da ist er nicht mit dabei. Wo ist er denn? Mods nach Marken, Sonderangebote in ihrem Besitz. Hallo? Gab es da nicht mal einen Lizard? Ich hatte da was von einem Lizard in Erinnerung. Aber ich finde den gerade nicht. Wo ist denn die hübsche kleine Zugmaschine? Da ist er auch nicht drin. Sagt mal, bin ich jetzt Banane? Bei den Kippern ist er doch auch nicht dabei, oder? Nee. Da haben wir nur das Ganze hier. Nee, ist er auch nicht. Grupper bestimmt nicht. Pflüge nicht, Sämaschinen nicht, Düngestreuer, Spritzen, Miststreuer. Güllefässer, Mähwerke, Schwader, Zetter, Ladewagen, da ist er auch nicht mit drauf. Ballentechnik, Futtertechnik, Gewichte, Diverses. Da ist er ja. Ja, der kostet 135.000. Hat 420 PS. Ist ein ganz tolles Gerät, fährt auch super schnell. Allerdings ist der als Traktor natürlich nicht zu verwenden, sondern als reines Transportfahrzeug. Wird auf alle Fälle auch bei uns kommen, aber jetzt noch nicht so bald. Im Moment müssen wir ja auch ein bisschen gucken, dass wir auch Arbeitsgeräte haben, mit denen wir gut arbeiten können. Und mit einem guten Traktor können wir natürlich auch den großen Kipper stemmen und schleppen. Das geht auf alle Fälle gut. So, was wir noch machen müssen, die Schafe versorgen. Die Wolle der Schafe ist so langsam doch zu Ende. Die Wolle nicht, aber das Gras. Produktivität ist jetzt nur bei Null, weil wir gerade hier neu in das Spiel eingestiegen sind. Sollte sich dann aber auch bald wieder ändern. Und ja, unsere Folgetiere müssen wir auch noch kaufen. Das habe ich nicht vergessen. Ich will allerdings jetzt erstmal gucken, dass wir hier auf alle Fälle unseren neuen großen Kipper hier in Empfang nehmen können. Danach schauen wir, wie es mit Geld aussieht und werden natürlich auch unsere Tierchen holen. Sind nicht vergessen. Dann müssen wir noch ein bisschen Gras mähen. Den Mähdrescher müssen wir wieder nach oben bringen, weil Feld 16 wird das nächste sein, was wir abernten. Das heißt, da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und das Feld 19 müssen wir natürlich auch noch düngen. Da haben wir auch noch ein bisschen Arbeit vor uns. Also es ist viel zu tun. Richtig viel zu tun. So, und das müssen wir jetzt alles unter einen Hut bringen. Als erstes machen wir jetzt mal die Kipperaktion, dass wir das schon mal abhaken können.
So, der Kipper wird jetzt nochmal richtig schön voll. Das ist auch gut. Wir brauchen jeden Cent jetzt. Perfekt. Und er ist optimal gefüllt. Jo, so, dann fahren wir jetzt gleich nochmal hinter. Ist ja zum Glück immer noch innerhalb derselben Spielstunde. Brauchen wir uns also keine Sorgen zu machen wegen dem Preis. Okay, die Grubber-Einrichtung ist fertig, sehe ich gerade. Der Grubber hat es geschafft. Das ist schon mal gut. Dann können wir den nämlich auch wieder hochfahren. Mein Gott, wir haben hier so viele Transporttätigkeiten zu machen. Uiuiui, wir müssen uns bald mal eine Liste schreiben, was wir wo alles noch hinfahren müssen. Wird nämlich richtig umfangreich langsam. Aber wie gesagt, jetzt kümmern wir uns erstmal um den Kipper. Uns rennt nämlich ansonsten so ein bisschen die Zeit davon. Und ich will ja auch in den Folgen ein bisschen was erledigt wissen. Nicht, dass wir dann sozusagen nur auf der Stelle treten. Das wäre ganz schlecht. Wir wollen ja hier auch ein wenig, ja, Entwicklung spüren und sehen, ne? Und die nächste Entwicklung bedeutet diesen kleinen, lustigen, netten Kipper, der uns doch treue Dienste geleistet hat. Den werden wir jetzt ein wenig verschrotten, beziehungsweise verkaufen. Da kriegen wir noch ein bisschen mehr Geld für, als wenn wir ihn verschrotten. Nämlich irgendwas um die, ich glaube, 10.000 oder 12.000 Euro gibt's da. Weiß ich gar nicht auswendig. Gucken wir aber gleich. Wir machen uns nämlich, wenn wir hier abgeladen haben, als nächstes auf den Weg zum Landmaschinenhändler. Denn jetzt haben wir de facto das Geld für den neuen großen Kipper drin. Ich bin mal gespannt, ob der Kollege Schlüter Oldie hier, ob er den überhaupt zieht richtig, ob das vom Gewicht her funktioniert. Leer vielleicht ja, voll lassen wir uns mal überraschen. Aber da muss er jetzt mal durch. Der hat schließlich ein bisschen Power. Das sollte er doch eigentlich gebacken bekommen. So, Rundumleuchte habe ich auch schon wieder vergessen. Ihr seht, ich werde schon wieder nachlässig. So, die letzte Fahrt unseres Gilibert hat begonnen. Und ja, den hatten wir so ziemlich von Anfang an. War ein schönes Gerät, der 1800 Pro. Hat Spaß gemacht, mit dem zu arbeiten. War auch richtig effektiv. Aber jetzt müssen größere Geschütze her. Das geht leider nicht anders. Wir sind einem großen Land, wir kriegen größere Maschinen, also brauchen wir auch größere Anhänger und Kipper. Da kommen wir leider nicht drum rum. So, und damit wir auch das Maximum rausholen, wie vom Solaris schon in Hagenstedt gepredigt, ne, werden wir auch diesen Kameraden hier auf die dafür vorgesehene schraffierte Verkaufsfläche stellen, ein letztes Mal abstellen. Ja, aussteigen, wehleidig noch einmal uns das treue Gefährt hier ansehen und sagen, es war schön mit dir, aber jetzt reicht's. 12,6, alles klar, weg ist er. Aus den Augen, aus dem Sinn, oder wie heißt das? Wir gucken jetzt mal hier gleich nach unserem neuen Kipper. Vom Geld sind wir auf alle Fälle gut dabei. So, hier ist er. 61.000 Liter. Okay, den werden wir uns jetzt kaufen. Und es gibt die Uno und die Duo-Kupplung. Mit der Uno habe ich im letzten Let's Play so schlechte Erfahrungen gemacht. Deswegen kaufen wir gleich mal die Duo. So, und das, liebe Freunde, das nenne ich einen Kipper. Wow, ein richtig großes, hübsches, schickes, geiles Gerät. Ja, eine passende Frontkupplung dazu. Alles wunderbar. Ja, so macht das doch dann auch wieder Spaß. Jetzt haben wir sogar noch genug Geld, um unsere Folgetierchen zu holen. Hier die 78, hier die Nummer 29 und den Eierschmeißer Nummer 27. So, ich hoffe, ich habe jetzt keine zwei Hühner gekauft. Wenn, ist auch egal. Wichtig ist mir das nur bei den Kühen, da ist es ganz wichtig. So, und jetzt werden wir mal gucken. Ne? Das gibt jetzt eine kleine Rangieraktion. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Mal schauen. Ich bin ja absoluter Profi, was das hier betrifft. Also Profi im Vergeigen vom Ankuppeln. So, den haben wir schon mal dran. Das ist gut. So, jetzt müssen wir hier vor den anderen davor. Ha, und da habe ich schon nicht nach vorne geguckt. Und ich glaube, jetzt hänge ich gerade ein bisschen fest. Oh oh. Ja. Juhu. Schön. Toll. Hallo. Hallo. Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Mann, Mann, Mann. Ja, das war das blöde Frontgewicht hier. Also da,
Ja, ein netter. So, das kuppeln wir ab. Jetzt bitte einmal hier wieder raus. Ich möchte doch nur hier raus. Na, jetzt komme ich ja vorne nicht runter, oder was? Wo hängt's? Mal kurz ein bisschen Schwung nehmen. Nee. Ja, komm, komm, zeig, was du drauf hast. Du schaffst es. Nee, der schafft's nicht. Ah ja, jetzt haben wir es noch interessanter. Nee, den kuppeln wir gleich wieder ab, den Kollegen. So, hat aber was geholfen. Uiuiui, also, man lerne, man sollte beim Rückwärtsfahren, nee, beim Vorwärtsfahren auch nach vorne gucken. So, und jetzt gucken wir mal, wie wir den Kollegen hier ankuppeln. Ich glaube, das mache ich dann doch besser aus der Vogelperspektive. Ich glaube, das wird etwas angenehmer, falls ich das jetzt nicht auch noch vergeige. Mal gucken. Aber so sollte das eigentlich einigermaßen hinhauen. Jo, den haben wir dran. Super, das ist schon mal erledigt. Damit haben wir hier den ganz großen Kipper. Das ist aber einigermaßen gut gelaufen, außer dass ich da so ein bisschen in der Begrenzung hängen geblieben bin. Jetzt fehlt uns allerdings hier das Frontgewicht. Mal gucken, ob ich das irgendwie hier vorne noch, ja, angekuppelt bekomme. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Der steht nämlich nicht so günstig, der Knabe. Oh, schieben wir das fast mal ein Stückchen auf die Seite. Gucken, ob das dann hinhaut. Nee, das lässt sich auch nicht so richtig drehen, das Ding. So, mal gucken, ob das jetzt besser wird. Nee, drehen lässt er sich nicht. Mist, jetzt hängt hier das Festgewicht fest. Ach, das ist doch eklig. Ah, Mann, 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 Mann. Ein bisschen gedreht habe ich es ja schon. Aber ich würde ja am liebsten aussteigen. Aber 1,5 Tonnen. Ah, eben haben wir's. Kann man nicht so leicht bewegen. Gucken, kriege ich so jetzt angekuppelt? Ja. So, gerettet in letzter Sekunde. Alles klar. Ja, ihr hattet mal wieder einen Grund, den Bildschirm anzuschreien. Optimöse. So, das ist unser neues Monster, unser neues Gespann. Jetzt haben wir hier ein richtig gutes Gerät am Start. Das haben wir dann doch noch in der Folge hingekriegt, was ein Glück, auch wenn ich mich da ein bisschen blöd angestellt habe. Wollte das vorbildlich machen und habe jetzt vorbildlich gezeigt, wie man es nicht macht. Ist ja schon mal ein Anfang. Okay, die Zeit müssen wir natürlich beim nächsten Mal jetzt ein bisschen wieder rausholen. Das heißt, wir haben einiges zu tun. Ich hoffe, ihr seid aber dann auch wieder mit dabei und schaltet ein. Ich sag schon mal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Servus und tschüss.